Dietmar Fuhrmann, Trainer vom FC Königsbrunn. Heimauftakt 1-1 gegen Schwaben. In Tannhausen 1-1. Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Spiel? Ich sag mal, Punkt. Letztendlich, wenn man alles zusammenzählt, Spielanteile, Torschancen, letztendlich geht es in Ordnung, das Unentschieden. Aber es ist halt bitter, wenn man es dann quasi mit dem Schlusspfiff noch den Gegentreffer bekommt, den Ausgleich. Aber mir war wichtig, dass wir relativ wenig Chancen zulassen. Und das ist uns auch wieder gelungen. Es waren zwar ein paar mehr als in Tannhausen, aber das ist das, woran wir arbeiten, einfach weniger Chancen, sprich auch Tore zuzulassen, weil das war letztes Jahr das große Manko. Konzept heute so aufgegangen, so, ja, ich nenne es einmal eine verkappte Spitze mit dem Dadan Yazici, der zwar momentan, sage ich jetzt einmal, läuferisch nur ein bisschen hinterherhinkt, man kennt ihn. Konzept ist aber trotzdem heute aufgegangen, ein bisschen glücklich? Konzept ist aufgegangen, vor allen Dingen auch mit der Einwechslung, vielleicht auch glückliches Händchen gehabt, Grabler, Steffen macht das Tor. Aber das ist das, was wir uns eigentlich vorstellen, weil wir gegen spielstarke Mannschaften einfach defensiv agieren müssen und dann eben auch nur mit einer, wie du sagst, verkappten Spitze spielen. Und im Prinzip ist es aufgegangen, leider eben nicht ganz. Konzept für die Saison kann das vielleicht nicht unbedingt sein. Wie will man ja, zum Erfolg kommen in den Spielen? Ich sag mal, wenn der Schiedsrichter rechtzeitig abpfeift, dann hätten wir es 1-0 gewonnen. Also, wir sind eben nicht die spielstarke Mannschaft und wir werden gegen andere Gegner, die nicht die Qualität haben wie Schwaben oder Tannhausen oder Türkspor zum Beispiel, natürlich auch anders spielen und versuchen offensiver zu spielen. Und man darf eins nicht vergessen, es fehlen auch drei ganz wichtige Spieler, wie ein Schnürle Daniel, der leider verletzt ist, der Jamann Tolger, der überragende Sechs bei uns spielt und nach vorne auch viel sag ich mal, Akzente setzen kann. Fehlt auch Bortoluzzi, Mario, der eigentlich auch eine feste Größe ist bei uns, ist jetzt erst wieder eingestiegen. Also insofern habe ich da schon auch Hoffnung, dass es nach vorne wieder besser geht. Zielsetzung für die Saison heuer? Im Prinzip die gleiche wie letztes Jahr. Ich sage mal, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist unser Ziel nach wie vor. Dietmar Fuhrmann, herzlichen Dank fürs Interview und dann sehen wir uns sicherlich nochmal. Danke dir. So, der Torschütze zum 1-0 für den FC Königsbrunn. Steffen Grabler ist bei mir eingewechselt, Tor gemacht. Letztendlich hat es dann aber nicht gelangt zum Sieg. In der 92. kriegt er den Ausgleich. Trotzdem zufrieden einigermaßen mit dem Punkt? Im Endeffekt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, wäre es schon schön, im Derby 3 Punkte zu holen. Aber letzte Minute so ein Tor zu kassieren, ist doch immer sehr bitter. Ich habe den Trainer gerade gefragt, Zielsetzung. Er sagt, ja, Klassenerhalt. Wie seht ihr das als Spieler? Kann ich nur unterschreiben, also. Klassenerhalt wäre schon Top-Ziel. Wenn da noch raus ein bisschen mehr gehen würde, wäre schön, aber das soll erstmal die solide Basis sein. Zielsetzung für dich persönlich, heute von der Bank kommen, Kiste gemacht, heute als Joker glänzt und gestochen. In Zukunft sicherlich das Ziel dann auch von Anfang an zum Spielen, oder? Das Ziel wäre heute gewesen, dann zwei Tore. Dann hätte es gelangt, aber vielleicht nächstes Mal. Steffen, herzlichen Glückwunsch zum Tor, zum Punkt und dann den anderen wieder. Torschützen, Miro Lopacanin haben wir noch da. 1-1. Ja, ihr seid in der ersten Halbzeit spielbestimmend, habt die besseren Torchancen, macht aber nichts draus, kriegt dann das 1-0 und läuft dem 1-1 hinterher. Macht er glücklicherweise durch drei Personen in der 92. Punkt gewonnen oder heute Punkte liegen lassen? Ja, ich sag mal so, wenn man die ersten 60 Minuten anschaut, wahrscheinlich drei Punkte liegen lassen, weil wir halt für meinen Geschmack die klar bessere Mannschaft waren, auf deren Tor gespielt haben. Und Königsbrunn hat halt bloß geschaut zu kontern. Und leider ist es halt dann bei einer Aktion bei uns gelungen, wo wir halt schlecht aussahen. Und jetzt im Nachhinein, wenn du in der 92. den 1-1 Ausgleichstreffer schießt, musst du halt zufrieden sein, klar. Also aber normalerweise im Endeffekt muss man das Spiel heute gewinnen. Im Pokal 0-5 in Hildenfingen, ja, mit einer B-Mannschaft gespielt. Pokal eigentlich hergeschenkt, ist heute aber dann die Rechnung eigentlich gar nicht aufgegangen, oder, mit dem einen Punkt? Ja, ist halt schwierig. Wir haben halt die Woche wenig Personal im Training gehabt, verletzungsbedingt, arbeitsbedingt. Und da muss man halt schauen, dass man ein bisschen dosieren. Und ich sag mal so, vom Pokal her, von Woche zu Woche, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, viele von uns arbeiten. Es ist halt teilweise auch schwierig, wenn man dann halt am Dienstagabend oder Mittwochabend irgendwo nach Hildenfingen fahren muss. Darum, wir haben es zwar versucht, mit ein paar Spielern von uns aufzufangen, es hat halt geklappt, aber wir konzentrieren uns halt dementsprechend auf die Punktspielrunde. Die hat halt oberste Priorität und der Pokal, wenn man weiterkommt, ist okay und wenn nicht, mein Gott, dann ist es, sag ich mal, auch nicht so schlimm. Ja. Mirolob, herzlichen Dank fürs Interview, Glückwunsch zum Tor und dann nächstes Mal. Bernd Reiner, der Trainer vom TSV Schwaben Augsburg. Bernd, erste Halbzeit klar überlegen. Ball laufen lassen, Gegner im Griff, die hatten kaum Torschancen daheim.
ihr macht nichts draus. Zweite Halbzeit kommt Königsbrunn ein bisschen besser ins Spiel. Den ihr Konzept mit einer verkappten Spitze, die läuferisch komplett unterlegen ist, geht dann doch auf, machen das 1-0. Und ihr macht dann in der 92. das 1-1. Punkt gewonnen oder liegen lassen? Ich habe es gerade deinen Torschützen gefragt. Ja, ganz klar zwei Punkte verloren. Ja, also wenn hier in Königsbrunn gegen so eine Mannschaft nicht gewinnen, ja, ist natürlich schlecht. Haben wir zwei Punkte verloren, muss ich ganz klar sagen. Weil Königsbrunn, so wie die heute gespielt haben, sind es für mich ganz klarer Abstiegskandidat. Und ja, da haben wir ganz klar zwei Punkte liegen lassen. Muss man sich da dann an der eigenen Nase fassen, wenn man einen Gegner natürlich jetzt so ja, kritisiert, sage ich mal. Muss man dann auch mit der eigenen Mannschaft ins Gericht gehen, wenn sie hier nichts holt? Ja, klar muss man das. Ich meine, wir haben eben das Problem mit vielen Urlauber, kommen, gehen, ja. Wir haben eine komplett andere Mannschaft heute gehabt. Ist schon ein Problem, aber klar muss man sich an die eigene Nase fassen, wenn man hier nicht gewinnt. Ja, ich meine, wir haben viel versucht. Wir machen halt vorne die Tore nicht. Der Sandner fehlt uns natürlich brutal nach vorne, ja, muss man aussehen, aber trotzdem müssen auch andere hier Tore machen. Wir haben ja gute Chancen gehabt. Der Herrmeier hat gute Chancen gehabt, der Gremes. Ja, da musst halt mal ein Tor machen und dann gewinnst du das Spiel auch klar hier. Ja, jetzt habt ihr unter der Woche natürlich den Pokal hergeschenkt. 5-0 in Hiltenfingen. Ich habe mit Miro drüber gesprochen, bin trotzdem der Meinung, muss das für den TSV Schwaben Augsburg, Traditionsverein, nicht einfach eure Pflicht sein, auf allen Hochzeiten so lange wie möglich mitzutanzen, auch wenn es natürlich englische Wochen sind, aber TSV Schwaben Augsburg gehört nochmal im Pokal rein und ist das nicht irgendwo eine Pflicht für so einen Verein? Ja, ich habe das Augenmerk hier auf das heutige Spiel gelegt. Ja, ich habe da schon von der ersten ein paar spielen lassen, die halt jetzt lang weg waren, verletzt waren. Also ich lege null Wert auf den Pokal, weil da kannst du ja nichts gewinnen in dem Pokal. Ja, das ist ja nicht so wie früher, dass man in der Saison dann schwäbischer Pokalsieger werden kann oder so. Da qualifizierst du dich halt für irgendwelche Zwischenrunden und so. Und das ist sowas von uninteressant, keine Zuschauer, nichts. Also mich interessiert es nicht und wir legen da kein Augenmerk auf den Pokal. Wie gesagt, Hauptaugenmerk dann natürlich in der Liga. Wo soll es hingehen, Heuerband? Ja, wir waren letztes Jahr Vierter, wir hätten schon gerne wieder so dritten, vierten Platz dieses Jahr. Ja, wir wollen auf jeden Fall vorne mitspielen. Ich meine, nach oben ist es natürlich enger geworden mit Türkspor, mit Tannhausen, mit Stetzlingen, aber wir wollen schon oben dabei sein. Ja. Band, danke fürs Interview. Nächstes Mal mehr Erfolg und dann sehen wir uns während der Saison. Danke dir.